Abend. Natürlich darf bei der CVN Zuhause-Show Corona nicht fehlen. Aber halt, ich weiß. Ihr denkt jetzt, wir wollen euch heute den Abend wieder mit Fallzahlen vollballern, der nächsten Verschwörungstheorie oder der neuesten Idee von Donald Trump. Nein, wir zeigen euch, was junge Menschen im CVJM in der Corona-Pandemie gemacht haben und geleistet haben, damit du und ich nicht wegen Netflix und dem nächsten Game verdummen, dass uns nicht mega langweilig ist, beziehungsweise was der CVJM getan hat, damit wir irgendwie zusammenbleiben in dieser Corona-Zeit. Deshalb lautet unsere Rubrik YMCA in the Corona News. Für die Ostertage hatte der CVJM Westbund alle eingeladen, sich auf die Osterreise zu begeben. Einfach mal ausbrechen und wieder etwas anderes sehen. Hier ein Blick in den Trailer. Hast du es auch satt, in deinen eigenen vier Wänden gefangen zu sein? Dann habe ich genau das Richtige für dich. Komm mit mir auf Osterreise. Ich lade dich ein. Wir feiern zusammen das Passafest. Du wirst Jesus kennenlernen. Und eins verspreche ich dir. Hier in Jerusalem wird er richtig groß rauskommen. Und nun schalten wir live zum CVJM Baden nach Unterövesheim. Ein Beispiel ist das BIS, das Netzwerktreffen für die Jugendmitarbeit in Baden, wo wir nicht nur frontal Livestreams anbieten, sondern mit Discord interaktive Räume schaffen, wo aus ganz Baden und auch darüber hinaus Leute kommen, sich über Themen austauschen, aber auch zum Beispiel an einem virtuellen Bistrotisch sitzen, Würfelspiele spielen und mit einem Getränk den Abend verbringen. Weiter geht's mit einer wunderbaren Kooperation zwischen EC, CVJM und der Evangelischen Kirchengemeinde in Losburg im Württembergischen. Die Jugendlichen haben kurzerhand wegen Corona ihren Jugendgottesdienst Offbeat zu einem Online-Jugendgottesdienst umgestaltet. Und jetzt Theo Basis zu Hause aus dem CVJM Bayern. Durchschnittlich um die 100 CVJM-Mitarbeitende aus dem ganzen Land investieren mit dem Online-Bibelkurs in ihr Know-how. O-Ton einer Teilnehmerin. Theo Basis zu Hause? Gemeinschaft, Wahrheit, Erkenntnisse, Bilder und Zusagen, die so viel Freude in mir auslösen, dass ich vor Glück platzen könnte. Der CVJM Ostfriesland hatte eine klasse Idee für den gesamten CVJM, was euch Wimke kurz erzählt. Moin! Wir im CVJM Norddeutschland haben uns überlegt, was könnten gerade gewinnbringende und tolle Aktionen für Kinder und Jugendliche sein. Eine Idee, die dabei entstanden ist, ist eine Brieffreundschaft zwischen Kindern zu vermitteln. Dabei ist es unser Traum, nicht nur Brieffreundschaften zwischen Kindern im CVJM Norddeutschland zu vermitteln, sondern zwischen Kindern im ganzen CVJM. Seit Mitte März versorgt das Evangelische Jugendwerk, das EJW, wie ein Uhrwerk um 10 Uhr Kinder und Jugendliche mit einer Freizeitgestaltung oder einem geistlichen Impuls auf zuhauseum10.de. Am 1. April schaltet die Plattform Jugendarbeit online nicht als April-Scherz, sondern ganz real für 2 Wochen alle Impulse, Entwürfe und Programme, die sie auf der Plattform anbieten, für alle kostenlos zum Lesen frei. Jo ist die Materialplattform für christliches Praxismaterial im Bereich Kinder, Jugend und junge Erwachsene. Das Angebot wird getragen vom CVJM, EC und EJW. Das große deutschlandweite Tenzing-Seminar Love to my Peeps sollte wie viele andere Events und Freizeiten in der Osterferienzeit stattfinden. Doch Corona machte den Mitarbeitenden einen Strich durch die Rechnung. Das Mitarbeitendenteam machte kurzerhand aus der Not eine Tugend, produzierte innerhalb von 2 Wochen 150 Videos, die anstatt von 120 Teilnehmenden dann von 1300 Leuten angeguckt wurden. Bam! Im CVJM Sachsen entwickelten sich in vielen Vereinen vor Ort viele unglaublich ermutigende Initiativen. In Löbau wurde gemeinsam mit engagierten Bürgern der Stadt und der Kirchengemeinde eine Nachbarschafts- und Einkaufshilfe organisiert. Für Kinder und Jugendliche ohne Internetanschluss, Drucker oder ein Kreativzimmer zu Hause kam der CVJM Leipzig auf die Idee, einfach Bastelsets an seine Zäune zu hängen. Die Sets in unterschiedlichen Schwierigkeitsleveln übersteigen den Materialwert von 1 Euro nicht. Und sind sehr beliebt. Vom Freundschaftsband über den Eierbecher bis hin zur Frisbee-Scheibe war alles dabei. Lecker essen trotz Corona. In Mittweida war der Höhepunkt im Jugendtreff immer das gemeinsame Kochen am Mittwoch.
Da das jetzt nicht mehr möglich ist, haben die Mitarbeitenden mit der Live-Funktion auf Instagram mit den Jugendlichen gekocht. Saulecker. Wie geht es YMCA im Ausland? Wie kommen Sie mit der Corona-Pandemie zurecht? Ehemalige und aktuelle Freiwillige, die ihren Freiwilligendienst im Ausland gemacht haben, interessiert das besonders. Und deshalb haben sie via Instagram YMCAs gefragt, wie es ihnen geht. Ihr könnt das Ganze als Weltradar auf Instagram sehen. Das war's für heute von mir mit YMCA in the Corona News. Und ich verabschiede mich für heute und gebe zurück am Sofa.